Moin Moin zusammen, heute habe ich hier einen Wasserkocher im Test und den schauen wir uns mal an. Den gibt es momentan, also wirklich zum Spitzenpreis für 25 Euro bei Mediamarkt, Redcoon oder auch Amazon, die haben da auch nachgezogen. Was bekommt ihr dafür? Und zwar ist das hier von der Marke Russell Hoops. Wirklich ein schöner Wasserkocher, der jetzt nicht irgendwie besonders irgendwie lackiert ist oder aus Edelstahl ist, sondern hier aus ganz normalem Kunststoff verbaut ist. Aber dazu, beziehungsweise dennoch hat er hier wirklich coole Features, was ein normaler Wasserkocher unter 50 Euro eigentlich gar nicht hat. Und zwar habt ihr hier eine Einstellungsmöglichkeit, bei der ihr die Temperatur für euer Wasser einstellen könnt. Das heißt, ihr müsst nicht immer wie bei jedem normalen Wasserkocher Knopf drücken und er heizt einfach bis auf 100 Grad auf, bis das Wasser kocht, sondern ihr könnt zum Beispiel dann eben gerade auch hier beschrieben auf der Seite die entsprechenden Temperaturen für Tee, für Kaffee und so weiter einstellen. Weil wenn ihr zum Beispiel Tee macht, solltet ihr Tee nie in kochendes Wasser oder in wirklich ganz heißes Wasser tun, weil dann einfach diese Aromen verloren gehen. Und somit seht ihr auch hier zum Beispiel auf dieser aufgeklebten Tabelle, welche Gradzahl für welchen Tee einfach nötig ist. Zum Beispiel hier grüner Tee 70 Grad und so weiter. Und das ist wirklich ganz cool gemacht, auch dadurch, dass die Anzeige hier beleuchtet ist. Aber am besten, ich schließe den mal an. Dann gucken wir uns mal kurz vorher vielleicht nochmal kurz die Verpackung an. Also Verpackung ist schön gemacht, ist auch nochmal aufgezeigt, für was welche Temperatur geeignet ist. Ihr könnt die Temperatur in 5 Grad Schritten hochstellen. Ansonsten von der Beschreibung oder was hier dabei ist, ist einfach nur die Beschreibung und eine Garantiekarte. Und das war es dann aber auch schon. Also mehr braucht ihr auch nicht. Und ansonsten habt ihr hier diesen, wie gesagt, vernünftigen, schönen Wasserkocher. Fassungsvermögen, ich glaube 1,7 Liter, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht täusche. Bis zu 100 Grad, also von 25 Grad bis 100 Grad. Manuell einstellbar. Ich sag mal, gerade diese Werte um die 40 Grad, das ist auch absolut genial, wenn ihr kleine Kinder habt. Und ihr macht einfach einen Tee oder sonst irgendwas, nur mal um irgendwie was aufzuwärmen, ist es wirklich spitze. Ihr braucht nicht irgendwie großartig das Ding aufheizen. Man weiß ja gar nicht, wie viel Grad im Moment dieser Wasserkocher hat. Und somit habt ihr hier wirklich immer die genaue Gradzahl, die das hat. Und vor allem, das zeige ich auch gleich nochmal, wenn ihr das Wasser schon gekocht habt oder aufgeheizt habt, seht ihr dann im Display die aktuelle Temperatur, die Flüssigkeit hier im Wasserkocher aktuell hat. Das heißt, lasst ihr das irgendwie eine halbe Stunde stehen, ist das Wasser eben keine 100 Grad mehr heiß, sondern nur noch 45 zum Beispiel. Dass man einfach wirklich einfach immer die Kontrolle hat, okay, ich kann das Wasser ja noch verwenden, um irgendwie eine Suppe da draus zu machen oder sonstiges. Also es ist wirklich schön gemacht und dazu stellen wir einfach mal hier, oder stöpseln wir mal gerade den Wasserkocher ein, was auch noch schön ist. Ist hier so ein 360 Grad Teller, das heißt, ihr könnt den Wasserkocher einfach aufstellen und ihr müsst nicht irgendwie darauf achten, dass er genau in dieser Form steht. Dann schließen wir das Ganze mal an, bevor ich hier zu viel erzähle. Und dann stellen wir den jetzt hier drauf, dann wird man gleich sehen, diese blaue LED geht an. Und aktuell sieht man hier, ich hoffe man kann das sehen, ich zoome gerade mal ein bisschen dran, 19 Grad, ist natürlich aktuell kein Wasser drin. Und deshalb hat er einfach die Raumtemperatur hier, die er gerade wiedergibt. Genau, ansonsten habt ihr hier oben den Hebel, um den Deckel zu öffnen. Der geht auch nicht weiter, also das reicht auch im Normalfall aus. Material ist wie gesagt Kunststoff. Der Wasserkocher kostet, glaube ich, normalerweise knapp über 50 Euro, was auch normalerweise der Standardpreis für solche Geräte ist, die überhaupt Thermometer oder sowas verbaut haben. Aber wenn man so guckt, die normalen Markengeräte, das ist ja wirklich ein Markengerät, gibt es einfach nicht unter 50 Euro. Da habt ihr nur ganz normale mit einem Hebel, um das Ding ein- und auszuschalten. Und hier habt ihr halt, wie gesagt, mehr. Genau, das dazu. An der Seite habt ihr noch diese Füllanzeige. Sieht man auch hier 1,7 Liter, die hier verbaut sind. Genau, das ist soweit eigentlich das. Also wie gesagt, mit diesem Display ist es einfach klasse gemacht. Der eingebaute Kalkfilter ist auch hier vorne drin. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da kommen keine Kalkpartikelchen hier mit in den Tee oder ins Wasser. Somit habt ihr das auch alles. Was mir nicht gefällt, negativen Punkt muss ich sagen, ihr könnt, also ich habe es zumindest noch nicht gefunden, ihr könnt dieses Display nicht ausschalten. Das heißt, wenn das Gerät sich in der Steckdose befindet oder der Untersetzer, leuchtet diese Anzeige einfach dauerhaft. Ihr könnt es nicht ausschalten. Ich zeige euch das jetzt aber mal, wie das funktioniert. Dazu gieße ich einfach mal ein bisschen Wasser ein. Dazu gieße ich einfach mal hier ein bisschen Wasser ein. Temperatur bleibt nach wie vor so. Da ändert sich jetzt noch nicht so schnell was, weil das ja ganz normal aus der Leitung jetzt gekommen ist.
Ihr habt dann hier diesen Knopf, damit heizt ihr eigentlich, ich gehe mal nochmal mit dem Zoom ein bisschen dann, damit man das sehen kann. Damit heizt ihr jetzt den Wasserkocher genau auf 100 Grad auf. Das lasst ihr jetzt so. Und dann macht es einmal kurz Klack. Das Symbol hört auf zu blinken. Und er heizt einfach auf 100 Grad auf, bis das Wasser kocht. Ihr könnt auch hier nochmal mit den Pfeilen runtergehen und könnt sagen, ah, okay, ich hätte es lieber auf, ja, dementsprechend halt auf 45 Grad. Lasst dann wieder los. Und es hört auf zu blinken und in dem Moment ist es aktiviert. Wirklich schön gemacht. Und ihr hört schon, es geht schon los. Genau, das dazu. Wenn ihr hier drauf drückt auf den Knopf, seht ihr die aktuelle Temperatur. Dann geht er aber leider in dem Moment aus. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Aber in dem Moment geht er aus. Ihr seht, die Temperatur geht jetzt halt nach oben, weil die Platte natürlich noch, also die Heizspirale in dem Gerät, der Teller ist natürlich noch heiß. Ihr seht, wie die Temperatur jetzt nach oben geht. Also wirklich sehr schnell hier eine Tasse Wasser gekocht oder auch eine ganze Kanne, also wirklich kann man nichts sagen. Genau, das dazu. Ich kann jetzt noch mal einen kurzen Test machen, wie schnell eine Tasse hier mit dem Gerät aufgewärmt ist. So, dazu habe ich jetzt einfach mal hier 250 Milliliter, was ja eine normale Tasse oder ein Glas hat. Das gieße ich jetzt einfach hier oben rein. Und dann schauen wir einfach mal, wie schnell er wirklich auf, ja, auf die 100 Grad hochheizt. Lassen wir das mal an. Was ich noch einen Vorteil bei dem Gerät finde, man sagt ja vielleicht, Metall oder ja, Aluminium, Edelstahl wirkt einfach edler, kann sein, aber hier ist für mich ein riesen Vorteil, gerade wenn man Kinder zu Hause hat, durch dieses Plastik oder durch dieses Kunststoff wird das Gerät nicht so heiß. Man kann einen normalen Wasserkocher aus Edelstahl eigentlich im Grunde gar nicht anfassen, weil das Wasser ja natürlich sofort diesen ganzen ja, Metall, das ganze Metallgehäuse einfach so dermaßen aufwärmt. Das habt ihr hier einfach nicht und ihr seht, er fängt schon an zu kochen, oben kommt schon der Dampf raus. Er ist gleich fertig. Also wie gesagt, gerade für Kinder, ihr seht es hier, er ist schon fast bei 100 Grad und ich kann hier die Hand ohne Probleme hier wirklich anfassen, hier das ganze Gerät anfassen. Und es hat vielleicht eine Wärme von, ich sag mal, handgefühlt, lassen wir es mal 35 Grad sein. Also überhaupt keine Verbrennungsgefahr, selbst wenn es länger hier in dem Behälter ist. Also wie gesagt, für 25 Euro... sage ich, da kommt nichts dran. Und jetzt ist er schon fertig. Das hat jetzt, wie lange hat es gedauert? Vielleicht knapp eine Minute oder noch nicht mal eine Minute. Und ihr habt wirklich eine Tasse Tee für euch gekocht. Und er schaltet ja auch automatisch aus. Da müsst ihr auch keine Gedanken haben. Also wie gesagt, das dazu zu dem Wasserkocher. Und da könnt ihr wirklich überhaupt nichts falsch machen. Also ein Spitzengerät. Bei wem das reinpasst vom Design her, könnt ihr da wirklich bedenkenlos zuschlagen. Hofft, das Video hat euch gefallen. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Video und natürlich über ein positives Feedback würde ich mich natürlich hier freuen. Ciao!